Anne Wünsche ist sauer, denn sie wurde angezeigt. Die Influencerin teilt auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit den Fans. So bekamen ihre 1,1 Millionen Follower auch mit, dass die ehemalige Berlin-Tag- und Nachtdarstellerin einen Chihuahua-Welpen adoptiert hat. Aufgrund seines Alters ist Tobi noch nicht stubenrein und trägt zu Hause eine Windel. Das passte manchen Followern allerdings nicht und schwärzten Anne Wünsche daraufhin direkt an. Ich hatte Besuch vom Veterinäramt, weil mich eine Pfeife angezeigt hat. Es geht hier um den kleinen Süßen, der eine Windel trägt, ärgert sich die 32-Jährige in ihrer Story. Dabei entspreche es überhaupt nicht der Wahrheit, dass sie ihr Hündchen vernachlässige. Ich hab halt einfach keine Lust, dass mir das Sofa vollgepisst wird. Ich habe ja hier auch einen einjährigen Sohn und zwei Mädels. Wir chillen alle gerne auf dem Sofa, fügt Anne hinzu. Die Internetberühmtheit betont, ich finde es auch nicht gerade so prickelnd, dass ein Hund eine Windel trägt. Aber ihn stört es nicht. Anne kann es nicht fassen, dass sie nun auch noch beim Veterinäramt antanzen muss. Es ist Kopfgeficke, wenn man dann solche Termine wahrnehmen muss, so sinnfrei, klagt sie.